Vielen Dank für die Einladung hier zu dieser Tagung und die Möglichkeit, das Gedeihe Online-Portal vorzustellen. Das Online-Portal, ich habe es hier genannt, mein Vortrag im Universum jüdischen Wissens, weil unsere Sammlung wirklich alle Aspekte des Judentums und Israel beinhaltet und damit sozusagen gar nicht auf ein ganz bestimmtes Genre festzulegen ist. Vielleicht nur kurz als Anfang. Die Frankfurter Universitätsbibliothek ist das Sondersammelgebiet in Deutschland. Das heißt, wir sind die Spezialsammlung für die Literatur zum Thema Judentum und Israel. Und wir versuchen, alles zu erwerben, was zu diesen Themenbereichen erscheint und werden von der DFG mitfinanziert. Dies beruht darauf, dass wir einen großen, umfangreichen und wertvollen Altbestand von vor dem Zweiten Weltkrieg haben, der von dem Bibliothekar Aaron Freimann eingerichtet wurde und der zum großen Teil die Kriegswirren überstanden hat. Dieser Bestand, und um den geht es hier, den konnten wir in den letzten Jahren digitalisieren und damit der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und besser gesagt einen leichteren Zugang ermöglichen, denn es war immer öffentlich und immer zugangsmöglich, aber natürlich hängt es auch von den Materialien ab. Sie sehen hier, das sind die 7 verschiedenen Sammlungen. Ich nenne das ein Portal viele Sammlungen, weil die Sammlungen selbst, hängt damit, dass sie so unterschiedlich zusammengefasst sind, hängt einfach mit ihrer Entstehungsgeschichte zusammen. Wir haben keinen Plan gehabt, als wir angefangen haben, Ende der 90er Jahre zu digitalisieren, sondern wir haben eine Sammlung genommen, die jüdischen Drucke, die besonders gefährdet waren, die in einem sehr schlechten Zustand waren. Es sind Bücher in Jiddisch vom 16. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, die oft nachgefragt wurden und die wir mit Hilfe der Digitalisierung leichter zugänglich machen konnten und die Originale dabei auch schonen konnten. Wir haben in den letzten Jahren geschafft, die verschiedenen Sammlungen technisch in ein Portal zu stellen. Und für den Nutzer, das sage ich jetzt nur voraus, das zeige ich Ihnen gleich, ist es eigentlich völlig irrelevant, in welcher Sammlung sich etwas findet, wenn er nach einem ganz bestimmten Titel oder Werk sucht. So, Sie sehen hier, wie gesagt, verschiedene Sammlungen, die damit zusammenhängen, auch dass Bibliotheken nach ganz bestimmten Kriterien ihre Bücher und Zeitschriften und Manuskripte ordnen, verwahren, katalogisieren. Und das ermöglicht uns hier die innere Aufteilung. Das bekannteste Portal ist Compact Memory, ist ein Zeitschriftenportal, das sehr oft genutzt wird und das deutsch-jüdische Zeitschriften versammelt. Die Sammlungen werde ich Ihnen jetzt im Einzelnen vorstellen. Dass diese Sammlungen so entstanden sind, wie gesagt, hängt zusammen mit ganz verschiedenen Kriterien. Zum Beispiel, welcher Typus es ist. Manuskripte werden von ganz anderen Forschern benutzt als Druckschriften und werden in Bibliotheken auch wegen ihrer Tatsache, dass sie ein Unikat sind, natürlich auch ganz anders aufbewahrt. Ebenso die Erscheinungsweise, man muss Zeitschriften ganz anders katalogisieren, auch zugänglich machen als Bücher. Wir haben hier die Schrift und die Sprache. Sie haben Werke in europäischen Sprachen, also in lateinischen Lettern. Sie haben Hebräisch und Jiddisch. Es geht um die Finanzierung. Jedes Portal wurde anders finanziert, teilweise aus Eigenmitteln der Bibliothek, teilweise mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft und teilweise mit Geldern der Europäana. Wir sind federführend gewesen im Projekt Judaica Europeana, das eben ein spartenspezifisches Projekt der Europeana war und haben alle diese Dinge die hier digitalisiert sind, auch in die Europäer eingespielt, sodass sie auch dort abgerufen werden können. Ganz wichtig ist die Indexierung. Wir haben verschiedene Ebenen. Manche Sammlungen sind schlechter erschlossen wie andere, manche nur auf Titelebene. In anderen kann man schon OCR suchen und damit eine Volltextrecherche durchführen. Und der Charakter der Sammlungen. Manche Sammlungen sind digitale Darstellungen der Bibliothekssammlung. Das heißt, sie ermöglichen einen leichteren Zugang. Und andere Sammlungen sind virtuelle Sammlungen. Das heißt, sie sind eigentlich nicht nur eine andere technische Form der Sammlung in der Bibliothek, sondern sie ermöglichen eine Zusammenführung. Sowohl Compact Memory als auch die Freimann-Sammlung gibt es so in der Realität nicht, sondern es ist die virtuelle Rekonstruktion von Vorkriegssammlungen, deren Bestände heute in der ganzen Welt verteilt sind. Wie gesagt, unser Renner in Anführungszeichen, auch was die Statistik betrifft und den Bekanntheitsgrad, ist Compact Memory, das ist das Zeitschriftenportal.
mit dem wir nach den jiddischen Drucken im Jahre 2000 angefangen haben. Zeitschriften sind besonders gefährdet, weil sie oft benutzt werden. Jeder sucht nur irgendeinen Aufsatz, aber braucht immer den ganzen Band. Die Zeitschriften als solche gibt es, wie gesagt, in ihrer Vollständigkeit selten in einer Bibliothek. Jede Bibliothek hat verschiedene Versionen. Wer früher noch geforscht hat, erinnert sich an Mikrofilme, die man rollen musste auf alten Geräten. Das haben wir alles digitalisiert und damit, wie gesagt, die Bestände von der Benutzung geschont und die lästige Fernleihe unnötig gemacht, aber auch die Bestände zusammengeführt. Sie haben digital Bestände, die es so real nicht mehr gibt. Wir haben im Moment ca. 1 Million Seiten in Compact Memory, 172 Titel und das gesamte Spektrum der deutsch-jüdischen Zeitschriften, der deutsch-jüdischen Presse, es sind Zeitungen und Zeitschriften. Wir bekommen immer wieder Anfragen und dann versuchen wir nach Bedarf, das zu digitalisieren und zusammenzuführen, was noch gewünscht wird. Und es ist ein immer noch laufendes Projekt. Es ist zwar die Anschubfinanzierung erstmal ausgelaufen, aber wir versuchen nun mit Mitteln der Bibliothek dies weiterzuführen. So sieht es aus im Portal. Man kann die Zeitschriften alphabetisch suchen, man kann, wie gesagt, alle Zeitschriften sich aufsuchen und man sucht vor allem virtuell, das war unser Anliegen, so wie man vorgehen würde intuitiv am Regal. Man kommt von dem Titel in den Jahrgang, in das Heft und in die Seite, wenn man sie möchte. Man kann natürlich auch gezielt nach einem Artikel suchen. Manche der Zeitschriften sind OCR erfasst, manche sind intellektuell die Aufsätze mit Metadaten versehen, sodass man auch ganz gezielt danach suchen kann. Was unser Plan ist jetzt, alle Zeitschriften OCR zu erfassen, was bei Frakturen nicht immer so einfach ist. Manche haben auch hebräische Wörter in der Überschrift oder im Text der Artikel, und dann zur Verfügung zu stellen. Und wie Sie sehen, es ist immer dasselbe Portal, das ist sozusagen eine Firma Semantics in Aachen, die uns das bereitgestellt hat, das ist Visual Manager, mit denen wir arbeiten, die Visual Library, und die ist verantwortlich für den Auftritt und auch für die Durchführung dieses Portales. So, hier sehen Sie unsere Nutzungszahlen, die sind sehr hoch für eine Bibliothek. Wir haben die letzten beiden meistgenutzten Sammlungen, nämlich die Freimann-Sammlung, das ist die Literatur zur Wissenschaft des Judentums, bis 1933, und Compact Memory, mal ausgewertet nach den Sessions, und wir haben einen Durchschnitt von ca. 14.000 Sessions im Monat oder einen Peak, sage ich mal, und Sie sehen, dass inzwischen die Freimann-Sammlung, das hellere, sogar die Nutzung an Compact Memory übertroffen hat, weil in der Freimann-Sammlung eben viele Bücher aus dem 19. Jahrhundert vorhanden sind, die out of print sind und die man so in Deutschland gar nicht mehr finden würde. Das sind die Hits, die habe ich jetzt einmal so genommen, weil das natürlich noch schönere Zahlen sind. Wir haben unterschiedliche Besucher von ca. 20.000 im Monat und das wäre natürlich real in einer Bibliothek gar nicht zu bewältigen, und die Sammlungen werden weltweit, wie wir dann bei der Auswertung auch sehen, weltweit genutzt. Wir haben über 1 Millionen Hits, wie gesagt, wenn man jetzt nicht die richtigen Sitzungen zählt, sondern wirklich nur jeden Zugriff auf eine der Sammlungen. Das ist die zweite Sammlung, die oft genutzt wird, die Freimann-Sammlung. Das ist der Vorkriegsbestand an Judaika, also an Titeln zum Thema Judentum, in nicht-hebräischen Buchstaben, wie wir das nennen, sozusagen, also in lateinischen oder kyrillischen Lettern, die eben von dem damaligen Bibliothekar Aaron Freimann zusammengestellt wurde, der 1933 seine Arbeit niederlegen musste an der Bibliothek, entlassen wurde und der einen Katalog hinterlassen hat. Und anhand dieses Katalogs können wir die Titel ergänzen, die durch die Kriegswirren verlustig gegangen sind, die zerstört wurden. Die Sammlung wurde Gott sei Dank nicht mutwillig zerstört, aber durch die Bombardierung in Frankfurt, durch Auslagerungen, durch Dinge, die entliehen werden und nicht zurückgekommen sind, fehlt ein gewisser Bestand dieser Sammlung. Und diese Sammlung ergänzen wir heute in einem Projekt zusammen mit dem Leo Baeck Institut in New York. Die digitalisieren für uns an die 1000 Titel, die es eben in Deutschland nicht mehr gibt und die in New York vorhanden sind am Center for Jewish History, und schicken uns quasi die TIFFs, wir arbeiten das ein, und so kann man nach und nach diese Sammlung ergänzen, mit dem Ziel, irgendwann mal die gesamte Vorkriegssammlung virtuell wieder erstellen zu können.
So, und hier sehen Sie, man kann, jede Sammlung hat eben ein anderes Niveau der Indexierung. Wir haben bei der Freimann-Sammlung, wenn Sie links sehen, nachgebildet quasi die Einteilung des Katalogs, sodass jemand auch, wenn er nicht einen gewissen Titel sucht, sondern sich informieren möchte zu einem bestimmten Thema, in diesem Katalog quasi und virtuell danach suchen kann, wie am Regal, sich entlanghangeln nach der Thematik. Und dann haben wir eine Inhaltsanalyse der Titel, die Fraktur sind und die man noch schlecht OCR erkennen kann. Ein ganz anderes Beispiel, nur als Unterschied, das sind unsere hebräischen Handschriften. Die Handschrift der Glückel von Hameln wurde schon erwähnt, vielleicht das bekannteste Stück der Sammlung. Wir haben ganz andere, noch bedeutendere, und gestern wurde ja ein Talmudblatt gezeigt. Hier, wir haben auch natürlich alte Ausgaben des Talmuds, Talmudsteile, nicht des ganzen Talmuds. Und hier haben wir inzwischen, geben wir schon auf Hebräisch ein, also können quasi die Originaltitel, und Sie können damit auch auf der ganzen Welt den Originaltitel suchen, ohne dass Sie wissen müssen, wie im Deutschen das umgeschrieben wird. Das ist ja immer ein Problem, wenn Sie eine andere Sprache, eine andere Schrift in lateinischen Lettern umsetzen möchten. Bibliothekare können davon ein langes Lied singen, und die Problematik der Metadaten, und das wird jetzt inzwischen so gelöst, dass man Originalschrift eingeben kann. Und dann sehen Sie die Handschrift und haben sie vor sich. Manchmal bietet das virtuelle Medium auch natürlich Vorteile. Sie können vergrößern, das heißt, Sie können, wenn Sie nicht ganz sicher sind, welcher Buchstabe das in der Handschrift jetzt nun eigentlich sein soll, das sehen. Sie können Radierungen besser verfolgen, handschriftliche Notizen, die dann wieder überschrieben wurden. Aber selbstverständlich, wenn es jemandem wichtig ist, dann kann er auch gerne nach Frankfurt kommen und dann diese Handschrift in situ quasi bei uns einsehen. Aber für den ersten Schritt erleichtert das schon mal sehr die Arbeit. Dasselbe haben wir mit den Inkunabeln gemacht, mit den Büchern, die bis zum Jahre 1500 gedruckt wurden. Auch hier in hebräischer Originalschrift, die Metall der Metadaten. Das ist unsere Sammlung der jiddischen Drucke, die erste Sammlung, die wir digitalisiert haben, die natürlich heute, wir haben das 1998 gemacht. Wenn man heute drauf schaut, dann wirkt das wieder ganz archaisch. Das war damals alles noch in Schwarz-Weiß gescannt. Wir haben damals vom Mikrofilm gescannt und nicht direkt. Wir scannen heute direkt vom Original. Aber diese Sammlung ist nun vorhanden, während die Originale ganz zerfleddert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, in den Magazinen liegen. So, und hier sehen Sie dann schon der Beginn von Clouds, von Orten, und man sieht das hier eigentlich sehr schön. Die Orte wurden noch nicht vereinheitlicht, das wird dann der nächste Schritt sein, ein Thesaurus zu erstellen, der das alles vereinheitlicht. Das ist unsere Judaica Frankfurt Sammlung, die finanziert wurde mit dem Geld der Judaica Europeana, die Judaica Quellen zu Frankfurt und seiner Geschichte hat. Das ist die letzte Sammlung, die wir nun erstellt haben, eine Sammlung zur Familie Rothschild. Das sind hunderte von Zeitungsausschnitten aus Zeitungen aus der ganzen Welt. Alles, was zur Familie Rothschild und zu ihren Geschäften gesammelt wurde. Wir haben hier von Abby, das ist unsere erste Kooperation mit einer Firma, kostenlos die Software zur Verfügung gestellt bekommen, um OCR machen zu können für die gesamte Sammlung. Und dann kann man sich die einzelnen Zeitungsausschnitte anschauen, die es so nicht gibt, die in den Beginn des 20. Jahrhunderts zusammengestellt wurden. Man kann suchen und bekommt dann die OCR-Ergebnisse. Ich habe hier, glaube ich, Berlin eingegeben, und dann können Sie sich das anschauen. Und dann können Sie jeweils zugreifen auf den Schnipsel der Zeitung, wo eben das Wort Berlin anerkannt wird. So, was ganz wichtig ist, sind die Metadaten, dass die Metadaten genormt sind, dass die Metadaten nach internationalen Standards sind, denn nur dann kann man es finden, und nur wenn die Technologie sozusagen die Schnittstellen ermöglicht, was unser Portal tut, und die Metadaten vereinheitlicht sind, dann haben Nutzer eine Chance. Das heißt, Nutzer brauchen gar nicht zu wissen, um was es sich handelt und in welcher Sammlung es sich handelt. Ich habe hier in Google Treffer eingegeben, die Stättigkeit der Juden in Frankfurt, in Google, und dann werden Sie sozusagen von Google dann natürlich auf das entsprechende Exponat bei uns verwiesen. Und dasselbe kann man auch in der Judaica Europaeana machen. Ich habe hier Abraham Geiger eingegeben, ein Rabbiner, den Frankfurt und Berlin verbindet, der von Frankfurt nach Berlin kam im 19. Jahrhundert. Und auch hier wird man dann quasi von der Suche auf das Portal verwiesen und kommt dann direkt in die Quelle.
So, was bleibt zu tun? Wir haben das alles. Wir sehen an den Nutzungszahlen, es ist bekannt, aber natürlich ist eine Bibliothek oder ein Institut immer noch daran interessiert, auch seine Sammlungen weiter bekannt zu machen. Wir versuchen, die Informationen zu verbreiten. Judaica Europaeana hat ein Newsletter, in dem wir immer die Neuigkeiten verkünden. Wir versuchen, in der Presse Mitteilungen zu machen. Wenn man Konferenzen unter anderem so wie diese organisiert, dann sind wir immer gerne bereit, das vorzustellen. Wir planen virtuelle Ausstellungen und wir sind eigentlich dankbar für jeden, der unseren Inhalt benutzt. Und so ist es auch. Wir bekommen oft Anfragen für Ausstellungen, für Kataloge, für Buchveröffentlichungen, in denen Abbildungen aus den Quellen in unserer Sammlung dargestellt werden. Was ich mir noch wünschen würde, ich denke, was noch fehlt im Moment, ist ein Führer oder ein Informationshinweis in der ganzen Flut der digitalen Sammlungen, die es heute gibt. Das betrifft jetzt nicht nur unsere Sammlung, sondern generell. Es wird sehr viel digitalisiert. Es gibt ganz verschiedene Projekte, es gibt die Google-Projekte, es gibt fachspezifische Projekte und man findet häufig schon im Netz, dass ein Werk an verschiedenen Stellen digitalisiert wurde, während andererseits es sehr schwierig ist, Dinge zu finden, die man nur findet, wenn man ganz genau schon vorher weiß, dass es digitalisiert wurde und welche Institution dies veranlasst hat. Und ich denke, nachdem jetzt viele Jahre oder die letzten 10, 15 Jahre digitalisiert wurde und die ganzen Quellen ins Netz gestellt wurden, ist es nun an der Zeit, über ein Mittel nachzudenken oder die Technologie so zu nutzen, dass die Hilfestellung gegeben wird, dass man sich zurechtfindet und dass man quasi die sogenannte Deutungshoheit nicht dem Zufall überlässt, auf welcher Seite ein Treffer in Google erscheint, sondern dass man da versucht, mittels den modernen Technologien vielleicht den Nutzern, vor allem den jungen Studenten, zu helfen. Ja, das sind unsere zukünftigen Planungen. Vor allem wollen wir angereicherte Metadaten bereitstellen. Wir sind dabei, unsere Daten linked Open Data zu verlinken und darzustellen und da Projekte durchzuführen. Wie gesagt, die Metadaten sind alle mit der GND verbunden, mit der Normdatei und entsprechend den Standards und erhoffen uns dadurch auch eine größere Verknüpfung dann wieder zu anderen Datenressourcen, die es im Netz schon gibt. Dankeschön.